break. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Scheiße, eigentlich müsste ich was sagen, ne? Ja. Hallo zusammen, wir sind heute in den heiligen Hallen von TC Fahrzeugtechnik. Von dem Laden werdet ihr noch öfter hören, denn in Zukunft wird Glenz E36 hier stehen und wir werden hier viele Projekte filmen. Und heute stelle ich euch meinen neuen M2 Competition vor. Nicht. Nein, es geht um meinen Koffer hier. Und zwar geht es um ein Video, was super lange aussteht, denn ich habe eine gewisse Sache vernachlässigt. Ich mache es kurz und knapp, auch das Video wird relativ kurz. Wir wollen mal wiegen, was mein Schlitten derzeit auf die Waage bringt. Und zwar ist es einige Folgen her, da habe ich viel über die einzelnen Geometrien gesprochen, über Sturz und Spur, Fahrwerkseinstellungen und so weiter. Da waren wir beim Mordstuning und ich hatte gesagt, dass wir das Ganze per Einzelradlastwaage nochmal wiegen. A, um zu wissen, was wiegt das Ding tatsächlich, und B, wie ist die einzelne Gewichtsverteilung der Achsen vorne und hinten, beziehungsweise sogar der einzelnen Räder. Und es gab dazwischen noch ein, zwei Videos, da habe ich das Auto tatsächlich auch gewogen mit dem jetzigen Setup, was ich jetzt bestimmt nicht nochmal aufzählen werde. Aber das Problem war, dass wir, beziehungsweise ich da, die LKW-Waage vom Schrottplatz nebenan genommen habe. Ein Riesenteil mit einer Riesenfläche, wo super viel Dreck drauf ist, dementsprechend auch Zusatzgewicht und mit einer Toleranz von plus minus 20 Kilo, das heißt einem Gesamttoleranzfeld von 40 Kilo, was im Motorsport komplett unbrauchbar ist. Das heißt, das Gewicht, was ich da habe, ist mehr oder weniger okay. Reicht, dass wir eine Idee kriegen, wo wir uns ungefähr befinden, aber es ist nicht wirklich aussagekräftig. Deswegen sind wir jetzt hier heute bei TC Fahrzeugtechnik und machen das Ganze einmal in vernünftig. Womit rechne ich? Ich glaube, dass das Fahrzeug sehr ausgewogen ist. Worst case wäre für mich zum Beispiel, dass wir sehr frontlastig sind. Heißt, das Gewicht vorne ist ziemlich hoch, das Gewicht hinten auf der Hinterachse ist gering. Das würde eine gewisse Disbalance mit sich bringen. Jeder strebt eine sehr geringe Differenz oder beziehungsweise optimalerweise sogar eine 50-50-Verteilung zwischen dem Gewicht auf der Vorderachse und dem Gewicht auf der Hinterachse. Warum? Wenn ihr das nicht habt, habt ihr in gewissen Situationen auf der Rennstrecke, bei Lastwechsel, bei die unterschiedlichen Kurvengeschwindigkeiten, habt ihr eine Disbalance und müsst dann mit dem Lenkrad ausgleichen. Sobald das eintritt, verliert ihr auch Geschwindigkeit. Und es bringt auch natürlich Unsicherheit rein und das größte Problem an dieser Geschichte ist, wenn das jetzt hier wirklich der Fall ist, kann man nicht so viel dagegen tun. Das heißt, wenn jetzt wirklich mein Heck super leicht ist und die Front mit dem Motor ist super schwer, naja, was soll ich machen? Dann muss ich anfangen mit Carbonhauben und all solchen Geschichten. Das wird teuer, das heißt, die Gewichtsverteilung an sich auszugleichen ist immer ein recht teures Unterfangen. Man kann trotzdem der Sache etwas entgegenwirken, indem man, was heißt etwas, eigentlich relativ gut sogar, indem man wieder an das Fahrwerkssetup geht. Da fängt man dann wieder an mit Spur, Sturz, das Ganze so einzustellen, dass das Fahrzeug trotz der unausgeglichenen Gewichtsverteilung wieder sich relativ ruhig auf der Rennstrecke verhält. Das hoffe ich, ist bei mir nicht der Fall. Ich glaube auch, dass es nicht der Fall ist. Warum? Denn es fühlt sich eigentlich sehr homogen an. Das heißt, ich habe selten Situationen, wo das Auto unkontrollierbar ist oder wo es wirklich schwierig ist. Sei es Schikanen, wo ich schnelle Lastwechsel habe, sei es schnelle Kurven oder Spitzkehren. Ich habe wirklich selten den Fall, dass es komplett ausbricht oder dass es wirklich stark über die Vorderachse schiebt. Und daher würde es mich wundern, wenn wir da jetzt wirklich eine Differenz von über 10% oder sowas hätten zwischen Vorder- und Hinterachse. Aber ich bin echt gespannt. Vielleicht habe ich mich einfach nur an das Setup hier gewöhnt und gleiche das quasi durch meinen Fahrstil aus und verliere dadurch Zeit. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wir lassen das Ding jetzt gleich runter. Wir haben hier unten einzelne Wagen unter jedem einzelnen Rad. Lassen es runter und die Wagen werden uns gleich anzeigen, wie viel Gewicht wir pro Rad, wie viel auf dieser Waage lastet. Das werden wir dann gleich zusammenrechnen. Und mich interessiert wirklich, wo das Gesamtgewicht ist, natürlich auch wie die Verteilung ist, und ich hoffe, nein, also unter 1300 werden wir nicht sein.
Wenn wir unter 1300 sind, dann nehme ich das Auto wieder aus dem Netz. Das sage ich euch. Dann behalte ich den Koffer und mache damit weiter. Alles klar, wir lassen das Ding jetzt runter. So, der Moment der Wahrheit. Der Schlitten kommt auf die Waage. Wie ich vermutet habe, haben wir uns da was richtig Geiles gebaut. Denn wenn wir mal hier auf die Werte gucken, ich hoffe, das sieht man hier auf der Kamera auch gut. Links vorne, links hinten, rechts vorne, rechts hinten. Okay, erst einmal das Gesamtgewicht. Wir sind gar nicht so weit weg, die 1300 zu knacken. 34 Kilo trennen uns. Das ist auf jeden Fall machbar. Mit einer leichteren Batterie schmeißen wir da schon locker über 15 Kilo raus. Und dann habe ich ja noch Teppich etc. drin. Aber gut, wir sind über 1333, sagen wir mal grob. Ganz wichtig für mich ist dieser Wert hier. Das bedeutet, wir haben eine nahezu 50-50% Verteilung. Was man auch an diesen Werten hier sieht, vorne zu hinten. Gut, links und rechts haben wir jetzt hier über Kreuz einen Gewichtsunterschied, den man aber so nicht rausfahren kann. Die Werte können wir untereinander angleichen. Da ich ein Gewindefahrwerk habe, kann ich ja die einzelnen Räder bzw. die Aufhängung unterschiedlich hochdrehen und damit auch das Gewicht so ein bisschen angleichen. Im Grunde genommen bin ich ziemlich happy, weil wir haben eine 50-50 Verteilung. Somit hat sich eigentlich das bestätigt, was ich von vornherein gesagt habe. Und das war jetzt ohne Scheiß nicht eingespielt. Ich sehe die Werte gerade wirklich zum ersten Mal. Mich nervt ein bisschen, dass die 3 da noch vorsteht. Ich sag mal, wären wir bei 1200 noch was Kilo, das wäre super sexy. Aber gut, 50-50 Verteilung finde ich richtig gut. Ja, irgendwas habe ich noch vergessen. Ah ja, okay. Eine Sache wäre da doch noch, und zwar muss ich euch gestehen, ich habe ja die anderen Federn hier genommen. Das zeige ich euch am besten. Das zeige ich euch am besten hier hinten. Okay, man sieht es auch nicht hinten. Na gut, Leute, ich zeige es euch gar nicht, ich sag's euch einfach. Das Problem ist, ich habe härtere Federn genommen. Eigentlich hätte ich härtere und kürzere Federn nehmen sollen. Das ST-Fahrwerk, mein Kameramann hat schon keinen Bock mehr, ich bin sofort fertig. Das ST-Fahrwerk kommt normalerweise mit weicheren Federn, jetzt habe ich härtere genommen, aber nicht kürzer. Das heißt, mein Auto ist auf Anschlag tief. Die Höhe passt super, aber ich kann nicht mehr viel angleichen. Angleichen nur im Sinne von eine Seite höher zu schrauben, das kommt für mich jetzt gerade nicht in Frage, da wir da den gesamten Schwerpunkt ändern. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Also, falls ihr Federn ändern wollt und ihr wollt härtere Federn euch einbauen, dann nehmt auf jeden Fall etwas kürzere Federn, dann habt ihr beim Restgewinde etwas mehr Spiel. Und da ich die Schuhe in der passenden Farbe zu diesem M2 Competition habe, würde ich sagen, drehe ich gleich einfach mal eine Runde damit. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, haut rein, ciao.